Ich möchte ganz gerne mit euch ein bisschen über Qualität sprechen. Glaubt ihr, dass Qualität wichtig ist? Blöde Frage. Ich habe das auch geglaubt und ich bin mir heute nicht mehr ganz so sicher, ob das der Fall ist. Ich glaube, es braucht Qualität natürlich als Grundeinstieg, aber ich stelle immer wieder fest, Qualität allein reicht vielleicht nicht aus. Und mir geht es darum, Menschen zur Marke zu machen. Und ich will euch zwei Beispiele mitgeben, die mich sehr beeindruckt haben. Den einen kennt ihr vielleicht nicht, das ist Professor Dr. Dudenhöfer, der Autopapst. Und er ist jedes Jahr in den Nachrichten drin, Tagesschau. Und die Fragestellung ist immer die gleiche: Professor Dr. Dudenhöfer, wie sehen Sie die Automobilindustrie? Und er antwortet jedes Jahr dasselbe: sie steht vor großen Herausforderungen. Danke, Professor Dr. Dudenhöfer. Und den anderen kennt ihr auch, diese. Ich habe von Fußball nicht die geringste Ahnung. Ich habe nur einmal ein Spiel gesehen und einer wird gefoult und zwar so richtig gefoult, so. Wo du denkst, hey, die arme Sau, ein Leben lang im Rollstuhl. Und dann sagt der Fernsehsprecher, und jetzt kommt Dr. Müller-Wohlfahrt. Und der kommt ja nicht, der gleitet. Der kommt ja so. Und dann geht der hin und macht Tätschel, Tätschel, Tätschel. Und der Mann steht auf und spielt weiter. Und der Fernsehsprecher sagt, danke Deutschland, danke Dr. Müller-Wohlfahrt. Und ich stelle mir dann immer die Frage, sind die auch gut? Oder tätscheln die nur? Und ich glaube, dass es neben dem Gutsein was braucht, um das andere auch noch hinzubringen. Drum kurz zu meinem Weg, damit ihr ein Bild habt, wie ich ticke. Ich bin Lebensmittelhändler. Ich habe Tomaten verkauft. Und irgendwann sagt mein Vater zu mir, Hermann, es wird Zeit, dir das Erbe zu überschreiben. Und ich sage, Mensch Vater, ich mag die Art, wie du denkst. Und dann sagt der Hermann, du kriegst ein Geschäftshaus, das wäre 1 Million wert, das würde dann dir gehören. Sag ich, Mensch Vater, ich mag wirklich die Art, wie du denkst. Sagt er, pass auf, da wären noch ein paar Schulden dabei, die würdest du auch mitkriegen. Und ich sage, Vater, was verstehst du unter einem Paar? Und mein Vater fängt zu zittern an und sagt, Hermann, ich habe viele Fehler gemacht, alles falsch gemacht, 4,8 Millionen. Und jetzt fragt mich bitte nicht, war das Liebe, war das Dummheit, war das Selbstüberschätzung? Ich habe dieses Erbe angenommen. Das geht total einfach. Du fährst zum Notar, machst 2 Unterschriften und hast danach einen anderen Kontostand als vorher. Das war so die Phase, wo meine Sparkasse 2-mal am Tag angerufen hat mit der Fragestellung, Scherer, wie geht's Ihnen eigentlich? Sag ich, warum interessiert Sie das? Haben die gesagt, wir sind an Ihrer Gesundheit interessiert. Und deswegen, für mich war damals das Einzige, ich finde es ja so nett, heute alle mit ihrem Why und mit ihrem Warum, wo die ganzen Menschen sich die ersten 50 Lebensjahre Fragen stellen, was ist dein Why, wofür bist du angetreten, dann probieren die 30 Jahre aus und dann gehen sie in Rente. Also mein Why war total simpel, ich will, dass die Sparkasse nicht mehr anruft. So, das hat mir vollkommen ausgereicht. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, wenn Qualität der eine Punkt ist, von der ich jetzt mal hoffe, dass ich sie vielleicht auch ein bisschen hatte als Tomatenhändler, war die zweite Frage, was muss ich noch tun, um sichtbar zu werden? Und ich habe irgendwann mein Büro gesagt, ich würde so gern mal mit Bill Clinton, dem Präsidenten der Vereinigten Staaten, zum Abendessen gehen, das wäre doch was. Und mein Büro meinte, jo, Hermann war auf dem Seminar, bis morgen ist der auch wieder normal. Und ich gehe am Nachmittag, treffe meine Praktikantin, ein 21-jähriges Mädel, und sage zu ihr, na, was machst du denn gerade Schönes? Sagt sie, du, ich habe gerade im Weißen Haus. Sag ich, was? Sagt sie, ich habe im Weißen Haus angerufen, gefragt, ob Bill Clinton mit dir zum Abendessen geht. Sag ich, und? Ja, der kommt. Sag ich, einfach so? Sagt sie, ja, einfach so. Kostet halt. Ich hatte damals noch keine Ahnung, was sie unter Kosten verstanden hat. Die hat für 45 Minuten 450.000 verlangt. Das sind pro Minute 10.000. Da sitzt du als Veranstalter so drin. Aber ich dachte, wenn er jetzt schon Ja gesagt hat, dann soll er halt kommen. Ja, und dann war er da. Also es war schön, wir hatten dann, also die No Angels waren noch dabei, die wollten damals 100.000 pro Lied haben. Denen haben wir gesagt, wenn ihr kostenlos kommt, dürft ihr Bill Clinton küssen. Dann kamen die kostenlos. Die Klitschkos waren noch mit dabei. Die wollten auch noch mal Geld haben. Denen haben wir gesagt, ihr dürft die No Angels küssen. Und dann, es hat funktioniert. Ja, und dann gab es eben, dann hieß es plötzlich, der Polizeipräsident von Augsburg sagte, Mensch, wir würden den Präsidenten gern einladen, eins der Schlösser anzuschauen. Wir fliegen mit Polizeihubschrauber hin. Daraufhin hat dann mein Berater gesagt, Clinton darf nur dann fliegen, wenn 3 Hubschrauber parallel aufsteigen, damit die Abschussquote 1:3 ist. Dann habe ich zu dem Polizeipräsidenten gesagt, es tut mir leid, ich kann mir noch nicht mal 1 Hubschrauber leisten, aber 3 kann ich mir auf gar keinen Fall leisten. Dann sagt der Polizeipräsident zu mir, machen Sie sich keine Sorgen, wir haben den deutschen Steuerzahler. Also danke nochmal an dieser Stelle.
Und so dachte ich mir, wie kriegst du die 5 Millionen los? Und so bin ich tatsächlich Speaker geworden und habe Vorträge gehalten, wie Stan schon so schön erzählt hat. Und bin dann irgendwann mal tatsächlich zu den 100 Besten gewählt worden. Da gibt es diese Liste, die das rausbringt. Und bitte macht euch da, das ist überhaupt nicht toll. Also ich bin da irgendwie Platz 3 momentan. Platz 2 ist, Gott hab ihn selig, ist gestorben. Also du kommst da biologisch gesehen schon immer rauf. Ja? Das ist so. Was ich viel spannender finde, und darüber will ich mit euch reden, ich dürfte mittlerweile 38 Menschen begleiten, diese Liste zu erobern. Und ich habe das so ein Goldseminar und ich erzähle euch so ein bisschen, wovon ich glaube, dass Menschen zur Marke werden und was es dann eben braucht, damit das Ganze funktioniert. Und der erste Punkt ist Differenzierung. Ich will mal so ein paar Dinge bloß rausgreifen. Die Nachfrage nach Experten, die ihr Licht rausstellen, ist extrem hoch. Das ist riesig der Fall. Deutschland braucht 1 Million zusätzliche Coaches. Das ist schon mal vollkommen klar, weil die Firmen, das ist Fakt, weil die Firmen alle nicht mehr umsetzen können. Die sitzen da an ihrem grünen Schreibtischen mit Gummibären und Cappuccino, aber wer kriegt es denn noch auf die Straße gebracht? Also die Nachfrage ist enorm. Und der zweite Punkt, ich will dir so ein paar Dinge aufzeigen, die Glaubenssätze sind so unterschiedlich. Guckt mal, die meisten Berater sagen, ich mache mich unentbehrlich, ich finde noch ein Projekt. Ein Trainer, Coach sagt, ich arbeite mich hoch, ich werde immer besser. Der Punkt ist aber ein anderer, die Treppe wird von oben gekehrt. Du musst eigentlich von vornherein Gas geben, ui, ich kann das. Und ich stelle immer wieder fest, wenn ich Webseiten analysiere, ich verspreche, dass 90% aller Webseiten umsatzkontraproduktiv sind, weil sich Menschen so klein machen. Und ich kriege das immer mit, dass dann so Dinge drinstehen wie, ich war schon mal Klassensprecher, dann habe ich gespürt, dass Kommunikation wichtig ist, dann bin ich Schulsprecher geworden und ich möchte euch, und dann war ich bei Hermann Scherer, ist ein totales Aus, Ich bitte euch, für die nächsten 40 Minuten mal ganz groß zu denken, mal wirklich sich die Frage zu stellen, wie kann ich mich denn darstellen, positiv. Denn, sorry, jetzt wird es ein bisschen blöd, ich bin mit einer Frau verheiratet, die ist hellsichtig, die ist hellfühlig, die hat heilende Hände und ich erlebe jede Woche Wunder, wo kranke Menschen zu uns kommen und tatsächlich gesund wieder rausgehen. Und ich habe mittlerweile meinen Glauben an Gott wiedergefunden, den ich lange Zeit nicht hatte. Heute weiß ich, dass es Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, die wir nicht machen können. Und selbst Jesus hat an sich gezweifelt. Und Jesus wurde unter anderem deswegen ans Grab genagelt, weil er gesagt hat, und deswegen habe ich das mitgebracht, ich aber sage euch, ihr seid Götter und Kinder des Höchsten. Und ich glaube, wenn wir so eine Community wie hier haben, dann möchte ich euch sagen, und ich habe das mit dem da oben in einem einseitigen Monolog abgesprochen, lasst uns doch wirklich mal ein bisschen göttlich darstellen, weil ich glaube, wir alle haben ja richtig was drauf und wir dürfen unser Licht nicht unterm Scheffel stellen, gerade wenn es Menschen gibt, wie ich sie gerade Mareike erlebt habe, die hier die Welt ein wenig besser machen. Das ist nur ein Beispiel von vielen 300, die hier drin sitzen. So. Und deswegen ist meine These, die Treppe wird von oben gekehrt. Du musst also einfach mal oben anfangen. Ich glaube, dass es 3 Arten und Ausdrucksweisen gibt, die umsatzschädlich sind. Du darfst dich nicht Coach nennen, nicht Trainer, nicht Berater, weil jeder eigentlich schon weiß, mit Coach bist du, keiner weiß es bewusst, aber unbewusst, du bist nicht mehr am großen Kapitalstock. Coaches sind bis auf ein paar Ausnahmen günstig, durchschnittlicher Tagessatz 900 Euro pro Tag. Der Trainer hat 1700 durchschnittlich und der Berater laut BDU 1300. Ich glaube, wir sind Experten oder ein Derivat davon. Deswegen glaube ich auch weiter, dass ein USP vollkommen schädlich ist. Ich weiß, dass alle Marketingmenschen, ich lehre an 18 Hochschulen und ich weiß, dass all meine Kollegen immer sagen, du brauchst einen USP, du brauchst einen USP. Ich bin mir da immer gar nicht so sicher, ob man den braucht, weil die meisten zu eng sind, zu starr sind. Wenn ich mir die großen Größen zum Beispiel der Speakerbranche anschaue, dann haben die keinen USP. Und damit will ich ein bisschen mit euch über das Honorar kommen. Wie kommt Honorar zustande? Wissen wird für 500 Euro fakturiert, Gänsehaut für 10.000 Euro. Und das ist der Punkt. Wissen ist alles da. Was Mareike hat, gibt es wahrscheinlich alles bei Google. Die Gänsehaut, die sie mit dem Kongress entwickelt hat, war diese andere Nummer. Und ich erlebe immer wieder, dass die Menschen damit nicht spielen können, auch mit dieser Gänsehaut in den Texten und so weiter und so fort. Ich mache einmal im Jahr für das Novartis Business College einen Vortrag und immer wenn ich wo reingehe, schaue ich schon mal, wie sehen die Tische aus. Und das ist der Tisch von Novartis gewesen. Wenn jemand seine Smarties als Zuhörer sortiert, dann weißt du, dass die Welt schwierig ist. Das ist so. Ja. Und ich will ein hartes Bild machen zwischen Kompetenz und Inszenierung. Bitte seht mir das nach, wenn ich so polarisierend bin.
Mein Doktorvater, Professor Dr. Mult, und ich habe den gefragt, was bitte heißt Mult? Sagt er, wenn du mehr als 4 Doktortitel hast, dann bist du Mult. Sag ich, bist du deppert? Der hat 5. So. Der kriegt für einen Vortrag 400 Euro. Dem habe ich jetzt mal 4.000 bezahlt. Sagt der Hermann, ich habe eine Woche Urlaub gemacht. Sag ich, warum? Sagt er, ich muss es genießen. So. Der ist Lehrstuhlinhaber Philosophie. Und jetzt kommen wir auf Inszenierung. Ich habe mit einem Mann zusammengearbeitet, hat vom Arbeitslosengeld gelebt. Aber der fand Philosophie toll, hatte aber nicht so viel Ahnung davon, hat nur Philosophie-Gedanken zusammengeschrieben. Diese Gedanken sind in einem Buch erschienen. Das Buch hieß, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Und dann ist er damit ins Fernsehen gegangen. Und der heißt Richard David Precht. Und er ist nicht mehr kostenlos zu mir gekommen. Ich habe ihn wieder angerufen, ich bräuchte ihn für einen Vortrag, sagt seine Agentur, gerne, kostet aber 30.000. Weil er ein Buch geschrieben hat und sich als Marke inszeniert hat, hat er seinen Wert von 0 auf 30.000 gesetzt. Und das hat eben nicht mehr was mit der Qualität allein, sondern mit der Inszenierung als Marke zu tun. Und ihr alle kennt dieses wunderbare Experiment von der Washington Post, die in einem U-Bahnhof diesen Geiger hier reingestellt haben und den darin haben spielen lassen. Man sieht ihn da so ein bisschen. Dieser Mann ist Joshua Bell. Und er hat mit seiner 2,5 Millionen Dollar Stradivari gespielt. Und die wollten nur feststellen, wie viel Geld kriegt er. Und er hat 18 Dollar eingenommen. 20 Dollar von einer Dame, die ihn erkannt hat, die wurden nicht gewertet. Und am Abend hat er mit der gleichen Stradivari, die gleiche Musik, im Washington Theater gespielt und hat plötzlich eine 250.000 Eintrittsgelder bekommen. Heißt, der Rahmen ist genauso wichtig wie der Inhalt. Und das erleben wir in allen Dingen. Zwei, drei Beispiele. Starbucks. Bei Starbucks kostet der Kaffee 50 Cent, das ist so. Aber dieses, hi babe, I love you babe, what's your Vorname babe, do you like Lakose, vegan, vegan, everything free, whatever babe, das macht 6 Euro extra aus. Das ist so. Ich komme aus Bayern. Immer jedes Jahr die gleiche Frage. Warum kostet die Mass 10,80 Euro? Die Mass im Oktoberfest kostet 50 Cent. Aber damit du mit 10.000 anderen Besoffenen feiern kannst, kommen nochmal 10 Euro dazu. Es ist so. Und dann sagen die immer, ja, warum kostet dann die zweite Mass immer noch so viel? Ich sitze ja schon drin. Ja, weil jetzt wird's schöner. So. Das ist die Frage und ihr alle kennt Tim, den großartigen Musiker, der sensationell war, aber er hat sich immer die Frage gestellt, warum will mich keine Sau haben? Und er hat nicht mehr an seiner Qualität gearbeitet, sondern an seiner Sichtbarkeit. Und er hat in einem Restaurant in Hamburg seinen Masterplan entwickelt und ich habe euch den mal mitgebracht. Er sagte, Mensch, ich mache mir jetzt Henna in die Haare, also ich bin jetzt sowieso bisexuell, also nicht wirklich, aber es wirkt einfach so. Ich setze meinen Hut auf, ich gehe nie wieder nüchtern auf die Bühne, nur noch besoffen, ich check das mit ein paar Öhrchen. Außerdem, ich bin sowieso Hut und ich heiße auch nicht mehr Tim, weil Tim ist so Timmy-Leinchen, ich bin jetzt Udo. Und so ist aus Udo Lindenberg eben Udo Lindenberg geworden. Der war ja vorher schon gut. Und das macht ihr macht die Menschen groß. Guckt mal hier, Bahnhofsapotheke, der hat begonnen online zu gehen, hat 180 Mitarbeiter, weil er es verstanden hat, eben ein bisschen mehr als Bahnhof zu sein. Und die Schnecke kennt ihr alle, Julia Enders, ihr kennt die Geschichte, Kommilitonin hat Bauchweh und sagt, du, wie geht eigentlich kacken? Und sie erzählt in einem riesen Ding, wie Stuhlgang funktioniert. Daraufhin macht sie einen Vortrag, Science Slim, über Stuhlgang mit PowerPoint-Folien. Da sind die 7 europäischen Konsistenzstufen drauf, von zu hart bis flüssig. Und es kommt ein Mann auf sie zu und sagt, Mensch, wollen Sie bitte ein Buch über Stuhlgang schreiben? Und ganz ehrlich, wenn ihr mich vor 3 Jahren gefragt hättet, soll ich ein Buch über Stuhlgang schreiben, hätte ich gesagt, lass es bleiben. Aber sie schreibt ein Buch über Stuhlgang und macht 3,5 Millionen Auflage. Zu Weihnachten gab es die Sonderedition, Darm mit Charme mit Schleife. Bist du verrückt? Und sie hat ja jeden Professor weltweit vom Publikationsthron gestoßen. Kein Mensch hat so viel publiziert wie sie übers Kacken. Das ist so. Und mittlerweile alle Professoren beginnen jetzt anders zu publizieren. Nicht mehr Fachausdruck, 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 sondern Desinfektionsforscher, wie schreibt der jetzt? Ein Keim kommt selten allein. Fertig. Und kennt ihr diesen Fußball, ich habe vom Fußball völlig Ahnung, diesen Ribéry mit dem goldenen Steak? Das ist ein Mensch, der Steaks mit Gold verkauft. Und wer weiß, dass der Goldpreis für dieses Blättchen Gold liegt bei unter 1 Euro. Das ist fast nichts.
Aber 1200 Euro für ein Steak, bloß weil er das Ding drauf liegt. Ich habe den mal mitgebracht. Ich kann ihn nicht aussprechen. Nusret Götschke. Positionierung Fleischer. Weil er ein Blatt drauf liegt. Und deswegen ist meine These, ich bin ein totaler Qualitätsfanatiker. Bitte, um das deutlich zu sagen, ich finde das sensationell, wenn so Menschen wie Mario nicht Qualität haben, sondern Perfektion leben bis zum Ende. Aber es braucht dann noch jemand, der diese Perfektion rausbringt. Und manchmal, glaube ich, geht es ganz anders. Ich habe einen Vortrag gehalten, Schweiz Markenfest irgendwie. Vor mir ist der Unilever Manager und sagt, wer ist, also Unilever hat so Marken wie Dove und Fahr. Und die Frage war, wer ist Marktführer in Deutschland für Duschschaum? Wisst ihr, wer Marktführer in Deutschland für Duschschaum ist? Ich dachte, es wird schon Fahr oder Dove oder irgend sowas sein. Es ist Bibi. Keine Marketingabteilung, kein CFO, kein CEO, kein COO, überhaupt kein O. So. Aber das ist Bibi. Guckt euch die mal an. Da trifft dich der Schlag. Hallihallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Zu einem sehr, sehr, sehr besonderen Video. Und wenn hey, da kaufst du schon, damit die aufhört. Und die ist Marktführer. Und ich sitze am nächsten Morgen am Frühstückstisch und sage zu meiner Familie, wer bitte duscht mit Bibis Duschschaum? Und meine 9-jährige Tochter sagt zu mir, Papa, du jeden Morgen. Und ich schaue da rein in diese Ablage und da ist so ein Coconut, Crispy, Knuffelpups, Creamy, Poplapup. Und ich denke mir schon jeden Morgen, warum stinkt es eigentlich so im Bad? Also, deswegen ist aber meine Frage an euch, bist du leidenschaftlich? Ja, ich spüre es kommt. Ja, Gott sei Dank. Und wir brauchen die Leidenschaft, weil normal ist ein Schimpfwort geworden. Ich habe die Schnauze voll von normal. Dieses immer wieder, stellt euch vor, ihr macht eine Präsentation und danach fragt ihr, wie war ich? Und es heißt, hey, war normal. Stell dir vor, du kriegst ein Arbeitszeugnis. Also gut, bei Arbeitszeugnis sowieso Christina fragen, die weiß es viel besser. Aber da würde drinstehen, normal. Das ist doch eine Schande. Wenn deine Kinder von der Schule heimkommen und drinsteht, ihr Kind ist, na gut, da kann es manchmal. Nee, also anders, wir müssen anders sein, weil ich glaube, Marken haben Macken, damit das Ganze funktioniert. Und unsere Macken müssen rauskommen, müssen zur Geltung kommen, müssen verrückt sein. Und vielleicht haben wir ganz, ganz große Macken. Ich weiß nicht, ob ihr diese Stadt kennt, Leningrad. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, was die Deutschen im Zweiten Weltkrieg mit Leningrad gemacht haben. Sie wollten keinen mit Waffen töten, sie wollten in die Stadt einmarschieren und sie sozusagen ohne Waffengewalt einnehmen. Das Ziel war relativ simpel, lass alle aushungern. Man hat alle Zufahrten abgebrochen, hat alle Lebensmittelvorräte ausgebombt und hat einfach über ein Jahr gewartet. Es gab einen Tag, da wurde dokumentiert, dass es in ganz Leningrad kein Fensterkitt mehr in Fenstern gibt, weil man diesen Kitt gefressen hat, weil er eben 2 Tage Überleben generiert hat. Übrigens war der Tag weitaus später als der Tag, wo dokumentiert wurde, dass es keine Tiere mehr gibt. Keine Pferde, keine Katzen, keine Hunde, keine Ratten, keine Tauben, weil sie alle gefressen wurden. Und so sind sie dahin gestorben. 10.000 pro Tag. Immer wieder, immer wieder. Über 1 Million Menschen haben wir verhungert. Und ich entschuldige mich aufrichtig dafür, dass wir Deutschen so eine Schweinerei gemacht haben. Noch dazu mit dem Hintergrund, dass mein Vater als Soldat in Russland war. Und wenn ich diese Stadt heute anschaue und sehe, wie schön, wie machtvoll, wie großartig diese Stadt ist, die heute übrigens nicht mehr Leningrad heißt, sondern St. Petersburg heißt, dann stelle ich eine These auf, von der ich glaube, dass genau diese Schwächung diese Größe vorangebracht hat. Und wenn ich New York sehe vor 9-11 und nach 9-11, dann hat sich New York vollkommen verändert. Vor 9-11 war New York schnell, speedy. Und wenn du hingefallen bist, hieß es nur, bleib liegen. Heute kannst du in New York gar nicht mehr hinfallen, weil du wirst aufgefangen von dieser Menschlichkeit. Und wenn ich an meine 5 Millionen Schulden denke, die mir einerseits mein Leben geraubt haben, dann bin ich heute dankbar dafür, dass ich sie bekommen habe, weil ich glaube, nur die haben mich gelehrt,
ein bisschen größer zu denken. Und vielleicht sind unsere größten Schmerzen, die wir haben, genau dieses Heil, das wir der Welt mitgeben dürfen. Und wenn ich eine Mareike sehe, die sagt, Mensch, ich will diese Welt helfen und will damit eine ganz neue Kultur schaffen, eben mit den Menschen mit Down-Syndrom, dann ist es vielleicht genau diese Schwäche, dieses Schlimme, was sie erleben durfte, was heute für ganz Deutschland und vielleicht für die ganze Welt als Schönheit gewandelt wird. Und ich glaube, wir haben die Verantwortung, egal wo wir stehen, unsere Zweifel zu besiegen, das, was wir lernen durften, jetzt genau mit dieser Hilfe von Clicktip und Co. natürlich in die Welt rauszubringen, um die Welt ein bisschen besser zu machen, als sie vorher war. Und ich kriege aber mit, dass die Menschen das fast nie tun. Und ich kriege immer mit, dass das viele weit hinter dem zurückbleiben, was sie können könnten. Deswegen habe ich mittlerweile Beerdigungen, die ich durchführe. Und ich habe mir diese Zweifelkarte drucken lassen, weil ich will die Zweifel beerdigen. Shakespeare sagte schon so schön, unsere Zweifel sind Verräter und führen häufig dazu, dass wir das Gute, was wir häufig erreichen könnten, nicht bekommen, weil wir den Versuch, es zu erreichen, gar nicht erst wagen. Und ich kriege das immer wieder mit, dass die Zweifel so schlimm sind. Wenn ich Menschen in der Positionierung habe, dann gibt es dann auch zwei Arten. Die einen gehen raus, gehen auf die Welt, stolpern die, ja. Müssen die den Weg korrigieren, ja. Aber sie sind on the way. Und dann gibt es andere Menschen, die triffst du zwei Jahre später irgendwo am Flughafen, dann sagst du, hey, wie läuft's gerade? Dann sagen die, ja, wir feilen noch an unserer Positionierung. Das sind Menschen, die sterben mit der Feile in der Hand. Das ist so. Und meine These ist, Intelligenz ist unser Feind. Wir sind zu intelligent, weil wir immer wieder noch Gründe finden, warum es noch nicht so weit ist, warum es noch nicht klappen kann, weil wir noch was tun müssen und noch was tun müssen. Die Amis gehen da anders vor. Die Amis sagen, to be stupid enough to push the button. Der Bad genug zu sein, um auf diesen Knopf zu drücken. Nun, was machen wir? Wir untersuchen den Knopf. Ist der auch schon rund genug? Kann man da drauf drücken? Und dann gibt es Menschen, die kommen auf mich zu und stellen mir in der Pause eine Frage. Und diese Frage lautet, habe ich das Potenzial dazu? Und voller Respekt möchte ich euch sagen, ich bin heute Abend gerne dabei, danke für die Einladung. Sollte heute Abend irgendjemand mir diese Frage stellen? Ich würde Facebook live anmachen, würde Insta live anmachen und würde euch vor laufender Kamera töten. Weil es eine Frechheit ist, wenn wir kurz nochmal darüber nachdenken, dass wir alle das Göttliche in uns tragen, weil es eine Frechheit ist, dass wir die Verantwortung über unser Potenzial, über andere Menschen, soll denn ein Kasperl wie ich behaupten, dass jemand das Potenzial hat oder nicht? Noch dazu, ich habe Menschen erleben dürfen, da war ich mir nicht sicher, ob sie es haben und sie hatten es und umgekehrt. Also wenn du wirklich glaubst, dass du an dir zweifelst, dann gibt es nur eine Lösung, sag es bitte deiner Mama. Weil ich bin mir ganz, ganz sicher, dass deine Mama nicht wollte, dass du an dir zweifelst. Und wenn deine Mama schuld daran ist, dass du an dir zweifelst, sag sie auch. Ich glaube nämlich andererseits, die Wälder wären still, das ist mein Lieblingsspruch, die Wälder wären still, wenn nur die begabtesten Vögel singen. Dann macht es keiner mehr. Deswegen zur Positionierung. Du bist kein Zufall auf dieser Welt. Es lässt sich alles positionieren. Ich habe noch nichts erlebt, was nicht irgendeiner Form am Markt Platz gefunden hat. Mein Lieblingsbeispiel ist tatsächlich ein Lattenrosthersteller. Der war bei mir und sagt, ich will Lattenroste inszenieren. Und ich bin halt mit Buchschreiben immer drauf. So, sag ich, schreibst du ein Buch über die Krisen des Lattenrostgeschäfts. Und dieses Buch ist Bestseller geworden. Und mich hat der Schlag getroffen, jetzt war dieses Jahr in Leipzig die Buchmesse. Das sind so kleine, sehr teure Stände. Campus ist einer der führenden Buchverlage Deutschlands, in meinen Augen der beste Buchverlag überhaupt. Und dieser Mann steht auf diesem kleinen Buchstand von Campus und hält einen Vortrag. Viel spannender, Dekoration, ein Lattenrost. Wenn Menschen es schaffen, mit Lattenroste auf die Buchmesse zu gehen, dann ist doch irgendwas schon in die richtige Richtung gegangen. Und das ist mein Job. Ich mache andere Menschen groß.
Ich generiere Weltrekorde. Ich habe zum Beispiel einen Weltrekord für Speaker Slam gemacht. Ich mache jeden Monat einen neuen Weltrekord. Also ich breche immer meine eigenen. Nur aus einem einzigen Grund, weil ich will, dass Menschen sichtbar werden. Dass die Qualität, die sie in sich tragen, rauskommt. Und ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht von einem, das war so schön. Der hat dann auch den Speaker Slam gemacht. Haben wir so eine Preisübergabe gemacht. 5 Minuten geht der Speaker Slam. Der ruft mich am Mittwoch an und sagt, Mensch, stell dir vor, Hermann, ich bin in der Zeitung. Total happy. Das war Mittwochmorgen um 8. Mittwochmorgen um 10 ruft er mich nochmal an. Hermann, ich habe die erste Anfrage von einem DAX-Unternehmen bekommen, die wollen einen Vortrag von mir haben. Sag ich, ja, sehr großartig. Sagt er, nö, ich kann nur 5 Minuten. Ja. Aber die Marken aufbauen, die Qualität muss natürlich stimmen. Guck mal, der beste Redner der Republik. Hier eine von mir, sie ist Europas beste Vortragskünstlerin. Und jetzt hatte ich im letzten Slam, ich erkläre den Leuten, wie werden Marken aufgebaut, wie gibt es Presse. Ich fand die so schön, die weltbeste Rednerin. So. Ob sie das ist, weiß ich nicht, aber die Marken machen es logischerweise aus. Und dann ist mir die Frage, wie lange dauert das? Und meine Antwort ist, es dauert immer so lange, wie man sich selbst gibt, um Zeit zu brauchen. Das fängt mit dem Buchschreiben an. Ich betreue viele Buchschreiber und ich glaube, das Buchschreiben, sag mir, manchmal geht das, manchmal nicht mehr. Ein Buch geht unheimlich schnell, weil wir Menschen, ich glaube, da gibt es einen Grundsatz, das ich allen mitgeben will, Verbesserungskompetenz versus Erschaffungskompetenz. Die meisten brauchen für ein Buch Jahre. Ich glaube, dass man ein Buch in 3 Tagen geschrieben hat. Und ich will erklären, warum. Stellt euch vor, ihr habt einen Brief, schwieriger Brief, nicht leicht zu schreiben, und ihr gebt es einer Assistentin. Was werden 90% der Menschen jetzt sagen? Gar nicht so einfach, wer nicht weiter weiß, bildet einen Arbeitskreis. Gleichzeitig wissen wir aber, wenn du den Menschen einen fertigen Brief gibst, werden 90% sagen, wie man diesen Brief eigentlich hätte besser schreiben können. Das heißt, wir müssen irgendwann mal beginnen, diese schlechte Qualität, die wir im Schädel haben, rauszurotzen, um sie danach zu verbessern. Und die meisten Menschen sagen immer, wenn ich es mache, dann mache ich es richtig. Und meine These ist, es gibt in der Startphase kein richtig. Die Startphase ist immer schlecht. Die ist immer unprofessionell. Das Endprodukt muss professionell sein, aber du musst irgendwann mal anfangen. Und das Einzige, was wir brauchen, und was wir der deutschen Wirtschaft mitgeben müssen, diese Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Bist du in der Lage, dass du die Dinge voranbringst? Und das war jetzt ganz nett, ich glaube, vor 8 Wochen kam meine Tochter, die ist 9, kam auf mich zu und sagt, Hermann, oder Papa hat sie gesagt, Hermann sagt, mein Sohn interessanterweise zu mir, sagte, Papa, du schreibst doch Bücher, wie geht das? Sag ich, Mensch, ganz einfach, du setzt dich hin und schreibst. Ja, sagt sie, wie viele Jahre brauchst du dazu? Sagt sie, Jahre nicht, halbe Stunde. So, dann sagt sie, du bist ja deppert, kann doch nicht sein. Ich sag, du, wir probieren es mal aus, hast du eine Geschichte im Kopf? Ja, schreibst du doch mal runter. Hat dann 3 Stunden gedauert. So, dann bin ich in die Grafikabteilung gegangen, hab gesagt, komm, wir machen ein paar schöne Bilder dazu. Und einen Tag später war ihr Buch fertig. Hat nur 16 Seiten. Buch ist auch nicht so toll, aber das könnte jeder machen, einfach um diesen ersten Schritt zu gehen. Und dieser Schritt braucht die deutsche Wirtschaft von euch. Das ist so faszinierend. Glaubt doch, das, was Mario, was diese Familie hier macht, ich kann es anders gar nicht sagen, ist das, worauf Deutschland wartet. Denn wir wissen alle, der Hauptpunkt ist ja wirklich schnell und hektisch reich werden. Die arbeiten damit, die zeigen das. Aber KMU, alle brauchen das. Und wenn ihr glaubt, dass die großen Konzerne es nicht brauchen, habt ihr euch getäuscht. Ich dürfte dieses Jahr Volkswagen auftreten. Sie buchen mich alle 2 Jahre für 30 Minuten Vortrag. Und dieses Jahr war es soweit im Werk. Also im Werk heißt dann eben Wolfsburg Hauptoberwahnsinnszentrale. Also Headquarter of Everything. Und ich gehe da rein und dann sagen die Menschen, Scherer sind ja auch zum Mittagessen da, wir würden Sie herzlich einladen. Mein Vortrag ging übrigens über Digitalisierung, by the way. Ich habe davon nicht so viel Ahnung, aber die wollten sich annähern. Und und dann kommt die Dame auf mich zu und sagt, Scherer, ich gebe Ihnen auch noch das, damit Sie das Mittagessen kriegen. Und gibt mir diese Karte. Kein Witz. Und dann habe ich gesagt, heute ist mir klar geworden, warum Digitalisierung für euch so wichtig ist. Keine Frage. Und wir denken immer, dass sie das können, aber die können es nicht. Das ist tatsächlich so. Und selbst wenn wir alles nicht können, ich erlebe dann viele Menschen, die sagen, ich kriege noch nicht alles hin, dann ist meine Antwort ganz einfach. Alles, was du nicht kannst oder hast, kannst du trainieren oder kaufen. Wenn du eine schlechte Stimme hast, geh in ein Stimmtraining. Wenn du irgendwas mit Anzeigen nicht kannst, hol dir deinen Partner. Wenn du eine bessere Dramaturgie brauchst, hol dir einen Dramaturgen. Wenn du selbst ein Idiot bist, hol dir einen Partner. Ja? Also es geht immer.
dann irgendwas ist dabei. Und vor allen Dingen merken wir doch, Umsatz ist vollkommen berechenbar. Heute ist Umsatz doch kein Glücksspiel mehr. Ich darf ganz herzlich Danke sagen an René Choppe und Mario. Sorry, das ist ja immer blöd, wenn alle Danke sagen. Aber es ist ja so. Ich war eine One-Man-Show. Immer. Weil ich dachte, jo, so geht halt, ein paar Vorträge, alles gut. Ich habe noch meine Sekretärin gehabt und noch eine Buchhalterin. Das war schon großes Firmenwachstum. Und dann habe ich irgendwann mal was von diesen Facebook-Ads kapiert und wie das dann so langsam losgeht. Und habe gesagt, komm, jetzt hauen wir mal Werbung raus. Und dann habe ich also Werbung geschaltet. Dann haben sie meine Kreditkarte gesperrt, weil ich im ersten Monat 70.000 Euro für Facebook-Werbung rausgehauen habe. Dann stehst du da, kriegst kein Geld mehr. Und dann sind die Umsätze gekommen. Dann haben wir von diesen 70.000 eine Million Umsatz gemacht. Dann habe ich die beiden angefangen und gesagt, wir können weitermachen. So, das fand ich schön. Und wir sind mittlerweile eine 25-Mann-Crew. Ich habe jetzt in einem Jahr 25 Leute eingestellt, weil ich rufe jetzt nur noch bei den beiden an und sage, was machen wir als nächstes? Also, und ihr seid ja die es darum geht. Und ich glaube, die meisten haben Angst davor, das voranzubringen. Und deswegen ist mein Lieblingssatz, und ich bin kein Freund von Fäkalsprache, aber hier passt das so wunderbar. Ich sage immer, 2 Jahre Scheiße fressen, den Rest des Lebens Champagner trinken. Und die meisten Menschen trinken bloß Bier. Und ich glaube, wenn du 2 Jahre alles gibst, dann geht richtig viel voran. Und wenn wir es schaffen, 2 Jahre unsere Kunden so zu entwickeln, dass sie es verstanden haben, was passiert, dann ist das was Großartiges. Weil darin steckt ja die Zukunftsmusik. Und die meisten wissen das nicht in dieser Art. Und ich will nur dieses Bild dazu aufgeben. Ich bin eigentlich Flüchtlingskind aus Jugoslawien. Und deswegen war es bei uns immer ganz üblich, dass man immer nach Jugoslawien fährt mit dem Bus. Und ich bin da immer allein hingefahren mit so einer Reisegruppe. Und in diesem Bus war immer Karl der Bettler. Der konnte nicht richtig gehen ohne seine Stöcke, der ging dann immer so wie ein Hampelmann. Und mit 10 Jahren hatte ich keine Ahnung, was der macht. Und im Nachhinein weiß ich, dass der immer im Rotlichtviertel war. Und der hat aber nicht ein bisschen was, ich glaube, der hat das Rotlichtviertel aufgekauft. Und ich habe den dann irgendwann gefragt, du Karl, warum machst du das, wie schaffst du das als Bettler, so viel Geld zu haben? Und dann sagte er, das ist ganz einfach, ich bettle 220 Tage im Jahr und mache am Tag 400. Ich habe es halbiert auf 200, aber er hat 88.000 netto bar auf die Tatze jedes Jahr gehabt. Und da dachte ich mir, Herrschaftszeiten. Also wenn ihr weniger als 88.000 netto bar auf die Tatze habt, denkt mal über den Berufswechsel nach. So, und das Gleiche gilt natürlich auch für unsere Kunden. Aber ich stelle fest, dass unheimlich viele immer so digital denken, immer so die Frage, yes oder no, geht's oder geht's nicht, kriege ich es hin oder kriege ich es nicht hin. Und wenn du digital denkst, schließt du ja den Misserfolg immer schon mit ein, wenn du dir die Frage stellst, ob es überhaupt geht. Ich darf den VDI betreuen, Verein Deutscher Ingenieure. Und immer wenn ich jemanden betreue, dann rufe ich natürlich voran und sage, Mensch, worum geht's? Und dann sagt der Präsident zu mir, Scherer, wir denken zu digital, ich erzähle Ihnen jetzt einen Witz, danach haben Sie es verstanden. Sag ich, Herr Präsident, ich habe noch nie ein Witzbriefing gehalten, aber hauen Sie rein. Sagt er, pass auf, treffen sich 2 Ingenieure, sagt der eine zum anderen, ui, neues Fahrrad. Sagt der andere, ja, stell dir vor, gestern Abend, ich gehe gerade so durch die Stadt, radelt eine Frau an mir vorbei, sieht mich, springt vom Rad, reißt sich die Klamotten runter und sagt, nimm dir, was du brauchst. Sagt er, habe ich das Fahrrad genommen. Sagt der andere Ingenieur, gute Wahl. Die Klamotten hätten eh nicht gepasst. Und das ist digital. Und ich glaube, dass wir fast immer digital denken und viel zu sehr im negativen Bereich denken, uns viel zu sehr ablenken lassen von Dingen, die uns nicht ablenken lassen sollen. Und ich will euch ein Bild dazu geben. Als ich meine Frau kennenlernte, sagte sie zu mir, Hermann, du bist so ein unruhiger Geist, du musst erst mal ins Kloster gehen. Und offen gestanden, wenn du eine Frau kennenlernst, denkst du eigentlich nicht daran, dass du gleich ins Kloster gehst. Und ich musste in den Schweigekloster gehen. Und ich gehe also da wirklich rein und dachte mir, ist ja total toll, weil da kannst du so einen Businessplan schreiben, schreibst ein Buch in Gedanken, gibst dir richtig Vollgas und so weiter. Aber in der Einführungsstunde sagt dann der Meister schon zu mir, man darf nicht denken. Sag ich, das geht nicht, Meister, ich denke immer. Sagt er, nein, nein, sagt er, ein Gedanke ist wie ein Zug. Er kommt, er ist da, er fährt weiter. Sag ich, Meister, ich bin ein Hauptbahnhof. Und Du darfst da nie reden. Das heißt, wenn du beim Frühstück sitzt, du darfst nicht sagen, hey, bitte die Butter, weil das wäre Kommunikation. Du darfst nicht nach der Butter gucken, weil das ist auch schon wieder Kommunikation. Du musst also so irgendwie an diese Drecksbutter rankommen. Und da drin ist zum Beispiel auch karierte Kleidung verboten. Weil wenn du 16 Stunden zum Teil meditierst und vor dir sitzt einer im karierten Hemd, den bringst du am Abend um. Das ist so.
Also, gute Miene zum bösen Spiel. Und irgendwann sage ich dann, naja, dann legen wir halt los. Und dann sagt der Meister, du darfst am letzten Tag 5 Minuten mit mir reden. Und ich war zuerst so bockig und dachte mir, hey, du deine Drecks 5 Minuten, die brauchst du jetzt auch nicht mehr. Aber ich dachte mir, komm, du bist im Kloster, machst mal einen auf lieb. Du hast jetzt eine Woche Zeit, dir eine Frage auszudenken, die so wild sein wird, dass es ihm von seinem Meditationskissen runterhaut und die Räucherstäbchen mit ausbläst. So. Und ich gehe also zu ihm rein und sage, Meister, ich habe nur eine einzige Frage. Und die Frage lautet, was bitteschön ist Leistung? Und er antwortet, wie aus der Pistole geschossen. Und ich liebe diese Antwort so sehr. Er antwortet, Leistung ist gleich Potenzial minus Störfaktor. Und ich finde die deswegen so sensationell, weil wir alle ein Riesenpotenzial haben. Kein Mensch darf sich heute noch die Frage stellen, habe ich Potenzial, habe ich keins. Die Frage ist nur noch, wie sehr bin ich tatsächlich mit meinen Störfaktoren beschäftigt. Und die meisten haben doch überhaupt keine Ahnung, wie viele Störfaktoren wir im Leben haben. Ich glaube, dass 80% dessen, was wir tun, Störfaktor ist. Dass wir 80% uns mit Dingen beschäftigen, die überhaupt gar keinen Sinn machen, aber es dennoch tun, weil wir glauben, es tun zu müssen. Ich will 2 Bilder mitgeben, es sind 2 persönliche Bilder. Bügeln, du darfst nie bügeln. Ich glaube, bügeln ist ein reiner Störfaktor. Es gibt, wunderbar, gibt 3 Gründe, warum Menschen bügeln dürfen. A, du verdienst weniger als deine Bügelkraft, aber dann wäre es erst recht an der Zeit, sich zu qualifizieren. B, du sagst, bügeln ist meditativ, auch in Ordnung. Oder C, du bereitest dich vor, da gibt es wirklich auf die Weltmeisterschaft im Extrembügeling. So, dann mag das auch sein. Aber bitte bügeln als Metapher. Oder ich will ein anderes Bild geben, das passt nur zu mir, weil ich so viel unterwegs bin und es soll jetzt wahrlich nicht hochtrabend klingen. Ich wohne im Hunsrück. Also Hunsrück ist so ganz, 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 ganz weit draußen. Also da sagen sich Fuchs und Hase nicht mehr gute Nacht. Sie haben sich 100 Kilometer vorher schon umgebracht. Und ich habe seitdem, hat meine Frau gesagt, nimm da doch einen Fahrer. Und ich habe jetzt einen Rentner, der fährt mich immer zum Flughafen oder irgendwo hin. Und ich habe einen Fahrer. Und ich fand das immer so dekadent, weil so ein Fahrer kostet ja Geld, dann hat der Hunger, dann will der irgendwo noch schlafen und der schläft ja nicht bei dir im Bett, du musst ein extra Zimmer besorgen und so weiter. Und im Nachhinein muss ich sagen, eigentlich schlimm, dass ich es so lange nicht gemacht habe, weil ich kann einfach mehr Geld verdienen, wenn ich hinten drin sitze und ein paar E-Mails schreibe oder was auch immer bei langen Strecken. Und dieser Fahrer ist bitte nur eine Metapher dafür, wie viel Zeit verbringen wir eigentlich mit Dingen, die nicht das voranbringen, was wir wirklich gut können. Und wir, ihr können den deutschen Mittelstand zur Spitze bringen. Irgendwann wird vielleicht mal in der Zeitung drinstehen, die Klicktipp-Familie hat den entscheidenden Einfluss auf das Bruttoinlandsprodukt Deutschlands gelegt. Dann hat man es doch geschafft, oder? Das wäre doch schon mal großartig. Weil ich keinen kenne, der das tut, weil ich niemanden erlebe, der diese Richtung reinbringt und der da wirklich alles gibt. Aber interessanterweise, wir brauchen dann wieder diese Action. Und ich habe lange Zeit gearbeitet fürs Management Design Group in Kalifornien. Die machen Einzelcoaching in 20er-Gruppen. Und die verlangen für 5 Tage 80.000 Dollar. Und ich habe die gefragt, wow, was ist euer Ziel für 80.000 Dollar? Sag ich, Mensch, wir wollen den Verwirrungsgrad erhöhen, haben die gesagt. Sag ich, das schaffe ich schon für 79.000. So. Und ich habe gefragt, warum, was macht ihr da? Und die haben gesagt, pass auf, die meisten Menschen sind so linear. Jeder von uns weiß heute schon, wie sein Tag morgen aussieht. Die meisten von uns wissen heute schon, wie sie ihren Geburtstag in 10 Jahren feiern. Nämlich genauso wie heute, bloß mit Stock. Und der Punkt muss tatsächlich der sein, wir brauchen Chaos. Und dieses Chaos haben wir gerade in Deutschland. Und dieses Chaos darf geheilt werden. Und wenn ihr eine Strategie haben wollt, wie man Chaos implementiert, ich hätte eine Idee für euch, bitte auf keinen Fall in echt anwenden, nur mental. Also wenn ihr morgen nach Hause kommt, sagt doch einfach mal zu eurem Schatzi, du Liebling, ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich dich noch liebe. Nur zum Üben, nur zum Üben. So. Ihr kriegt in der Regel 2 Antworten. Antwort 1, gut, dass du es ansprichst. Ja, oder er bringt einen riesengroßen Strauß Rosen mit. Aber dann ist immer die Frage, was war los in Sofia? Also, seid da vorsichtig. Und in diesem 5-Tages-Seminar wird eine Frage gestellt, die lautet, what drives to action? Also, was bringt dich in Aktion? Und für diese Beantwortung der Frage haben wir 3 Tage gebraucht. Jetzt rechne mal bitte hoch, 80.000 geteilt durch 5 mal 3, 30.000 Euro, 40.000 Euro verschwendet nur auf die Antwort dieser einen Frage, what drives to action?
Ich habe euch die Antwort mitgebracht, also ihr spart euch jetzt gleich 30.000 Flocken. Die Antwort auf die Frage, what drives to action, ist Action. Und so banal das klingen mag, die Fähigkeit ist wirklich zu tun. Und ich glaube, wir müssen an Gott glauben, ohne zu wissen, zumindest die, die daran glauben wollen, ohne zu wissen, dass es ihn gibt. Und ich glaube, wir müssen an den Erfolg glauben, ohne zu wissen, dass es ihn gibt. Gleichzeitig wissen wir, dass es ihn gibt, weil wir hier Meister haben, die eigentlich Erfolgsblaupausen hinlegen, die das voranbringen. Was ist aber, auch da bitte gerne. Was es aber wirklich braucht, ist Commitment. Und ich stelle fest, die meisten Menschen haben kein Commitment. Dieses Commitment, wirklich die Dinge voranzubringen. Meine Tochter war jetzt, Klasse übersprungen, lange Geschichte, war jetzt 3 Jahre in der Volksschule. Und in diesen 3 Jahren sind 7 Kinder durchgefallen. Und ich finde das verrückt, dass wir mit Kindern so hart umgehen und denen sagen, hey, du bist durchgefallen, macht keinen Sinn, du bist raus. Mit Erwachsenen gehen wir nicht so um. Christina weiß das. Mit Erwachsenen kommt genau das Gegenteil, dass wir irgendetwas tun, egal wie schlecht du warst. Du kannst eine Firma ruinieren, du kannst eine Firma kaputt machen, dein Zeugnis steht immer noch drin, du warst fast der Größte. Und das ist eine Frechheit, dass wir das erleben, dass Kinder so gescholten werden und Erwachsene es eben nicht tun. Und Dankeschön. Und ich glaube, das Einzige, was es braucht, ist wirklich diese Größe zu haben, es durchzuziehen. Ich werde es nie vergessen, ich habe einen großen Siemens-Auftrag gehabt und bin da hingefahren, damals mit meinem, sorry, es geht gar nicht ums Auto, aber es war ein nachtblauer Porsche 911 und ich bin auf dieser Autobahn und komme ins Schleudern und fahre ein Auto rechts ran und fahre in die Mittelplanke ran, total Schaden. Ist zum Glück keinem was passiert, Abschleppwagen kommt und ich sage zum Abschleppwagen, ich muss zu Siemens. Und ich fahre zu Siemens und ich mache da meinen Vortrag und die ganze Geschichte. Und danach gab es so einen Kaminabend und irgendwann sagt der Siemens-Bereichsleiter, na Scherer, wie war die Anreise? Sag ich, jo, ich habe einen Porsche geschrottet, aber sonst war alles in Ordnung. Und dann sagt er zu mir, wenn wir einen Porsche geschrottet hätten, wir wären nicht gekommen. Sag ich, sehen Sie, das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Und ich habe das ein bisschen liebevoller gesagt, aber ich glaube, der Unterschied, den wir machen, ist der Unterschied, der für Deutschland so entscheidend ist. Und ich erlebe immer wieder, dass wir das nicht hinkriegen, dass meine felsenfeste Überzeugung ist, dass der Mittelstand in Deutschland zu 80% pleite gehen wird, wenn er es nicht verstehen wird, die Digitalisierung voranzubringen. Und ich glaube, dass die Menschen Angst haben vor der Digitalisierung. Sie sagen zwar, dass sie brauchen. Der meistgebuchteste Rednermarkt ist momentan tatsächlich Digitalisierung. Alle müssen kommen, müssen erklären, wie Digitalisierung geht. Aber keiner setzt es ihnen um. Und wenn wir es schaffen, das umzusetzen, Menschen so zu begeistern, dass sie das tatsächlich tun, dann ist das eine großartige Geschichte. Also bitte Zweifel überwinden, das zu tun. Und darum bitte ich dich, sag doch jetzt mal, dreh dich zu deinem Gegenüber hin und sag, oder zu deinem Nachbarn und sag, du bist einer der Einflussfaktoren für das deutsche Bruttoinlandsprodukt. Bitte. So. Dankeschön. Ich glaube, dass wir, ich möchte euch ganz gern von diesen Zweifeln erheben, die so viele Menschen haben. Ich kriege immer wieder mit, dass wir glauben, nicht perfekt sein zu dürfen. Und ich glaube, wir haben dieses Riesenpotenzial. Und ihr alle kennt die Geschichte, die ein Kollege von mir so schön erzählt. Es ist ja diese uralte CRM-Geschichte, aber die es einfach aufzeigt, ganz anders und anders zu sein. Ihr alle kennt die Geschichten von diesen Rosenverkäufern, oder? Kennt ihr die? Die immer so... eine rote Rose haben und dann irgendwie durchs Restaurant gehen mit dieser hohen Motivation. Rose. Und du spürst schon, dass das irgendwie nicht funktioniert. Und ich war einmal beim Abendessen und sage noch sowas wie, na, Sherry? Und sie antwortet mit, ja, Hermann. Und dann weißt du schon, der Abend wird eh schwierig.
Und irgendwann sitzen wir gerade so da und dann kommt einer so zu und sagt, schöne Rose für schöne Frau. Und ich, nein, danke. Und er, schöne Rose für schöne Frau. Und ich mittlerweile, nein, danke, keine schöne Rose für keine schöne Frau. Und dann sagt er, hey, ich sei Ahmed und ich dir sage, schöne Rose für schöne Frau. Und ich war total wütend und sage, ich bin Hermann und es gibt jetzt keine schöne Rose. Und dann drückt er mir diese Rose in die Hand. Weißt du, wie blöd du in dem Moment aussiehst? Und ich dann so, schöne Rose für schöne Frau. Und sie meinte, schön, wie du dich weiterentwickelst. Und immer wenn ich Rosen kaufe, dann halten die, glaube ich, ich weiß nicht, gefühlt 3 Tage. Die Rose hielt gefühlt 17 Monate. So. Und jeden Morgen, ha, schöne Rose für schöne Frau, schau mal, ist die nicht schön? Wunderschön. Und irgendwann sind wir 6 Wochen später wieder beim Essen und wir sitzen wieder so da und wieder sowas wie, na, Cherie. Und plötzlich höre ich Stimmengewirr am Eingang. Und ich schaue Richtung Eingang und sah einen Mann, dessen Name ich nie vergessen habe. Ahmed. Und denke mir, schaffst du es, runter zu essen und zu bezahlen, bevor der Typ vor dir steht? Und ich wusste, ich schaffe es nicht. Und jetzt kam der auf mich zu, der kann das viel besser als ich. Der kam so cool, so. Und dann kam der so mit Give me five, machen wir mal Give me five, klatscht so und sagt, hallo Hermann. Und ich sag, hallo Ahmed. Und er sagt, schöne Rose für schöne Frau. Und ich sag, Ahmed, ich habe doch total verloren. Wenn ich die Rose jetzt kaufe, dann mache ich was ich nicht tun will. Und wenn ich sie nicht kaufe, kriege ich sie geschenkt und stehe genauso blöd da wie das letzte Mal. Sagt er, stimmt genau. Sag ich, was machen wir jetzt? Ich sage dann zu ihm, was schlägst du vor? Und er sagt, Herr, wir machen ganz einfach, wir machen halbe-halbe. Sag ich, was bitte ist halbe-halbe? Sagt der Scher, Rose von letztem Mal 5 Euro, Rose von heute 5 Euro, zusammen 10 Euro, davon die Hälfte 5 Euro. Und ich habe die Rose gekauft. Und Schatzi meinte, ich mag die Art, wie du dich jetzt dauerhaft weiterentwickelt hast. Und jetzt schaut doch bitte mal an. Rosenverkäufer ist eines der Verkaufsgruppen, ich glaube, das ist das demotivierendste und kompetitivste Geschäft überhaupt. Rose. Und das ist das alte Customer Relationship Management schon gewesen, dass sie gesagt haben, hey, ich merke mir deinen Namen. Und deswegen glaube ich, sind die Rosen, die heute zu verkaufen sind, großartig, wenn das Verkaufssystem dahinter steckt. Denn die Rosen waren die gleichen. Und ihr habt die Rosen eurer Kunden, die verkauft gehören, mit dem besten Rosenvertriebsautomatisierungskanal, den es überhaupt gibt. Das finde ich großartig. Darum möchte ich ganz gerne, ganz kurz die beiden, nämlich René und nochmal Mario, da müssen wir durch, mit einem Applaus beschütten. Danke, dass ihr das tut. Falls ihr 2 Mitarbeiter von mir kennenlernen wollt, die beiden M&Ms liebevoll genannt, Magda und Martin, steht mal ganz kurz auf, ihr kriegt auch einen Applaus. Wunderbar. Und ich glaube, wir haben Gottes Geschenk bekommen. Egal, ob wir 47 oder 46 Chromosome haben. Ich glaube, wir haben diese Verantwortung, die Welt ein bisschen besser zu machen, als sie vorher gewesen ist. Die Verantwortung, die Wirtschaft voranzubringen, nicht des Geldverdienens wegen, sondern deswegen, weil wir damit die Welt ein bisschen besser machen. Denn Wirtschaft entwickelt sich nicht aus kapitalistischen Gründen, sondern weil Menschen zusammenkommen und die Welt ein bisschen besser machen. Wenn wir das geschafft haben, sind wir auf einem neuen Level. Drum Applaus an euch, weil ihr die Deutsche, die Europäische und die Welt ein bisschen besser macht. Danke fürs Zuhören.